wir sehen jetzt die typischen Merkmale der Ohrmuscheln, diese kleinen äußerlichen Ohrmuscheln und die Tatsache, dass sie sich auf allen vier Beinen fortbewegen, das sind auch diese hohen Stufen absolut kein Problem. Ein Seehund, der würde das jetzt nicht mehr so leicht hinkriegen. Ja, der Große. Jetzt Köpfe. Schau. Schau. So, das war die erste Angelegenheit.